Mahlzeit, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS22 hier auf dem Kleinland. Wir sind quasi, naja, am Höhepunkt der Kartoffelernte, sag ich mal. Wir haben jetzt ungefähr einen Plan, was wir damit anstellen. Wir sind fast fertig. Die ganze Ernte läuft relativ optimiert. Ne? Jetzt wissen wir, wie der Hase läuft mit dem Gerät, nachdem wir da dran rumgeschraubt haben. Ja, wir müssen dann noch alles in diese komische Halle da hinten reinfahren. Das könnte schwierig werden. Vor allem das Rausfummeln nachher wird auch wieder nervig. Da bleibt eine Pflanze stehen. Das kann ich so nicht dulden. Ja. Das muss ordentlich gemacht werden. Komm. Vielleicht liegen da ja noch mehr Kartoffeln drin. Glaub aber nicht, ne? Okay, da lag ja keine mehr drin. Alles klar. War nur Deko. Dann ab durch Mais und in die nächste Reihe. Jetzt werden diese Wendemanöver halt ein bisschen nervig, weil das zu dicht alles aufeinander kommt hier. So. Na, mal gucken. 2-3 Mal fahren wir hier noch hoch und runter. Aber ich bin mit dem Kartoffelroder sehr zufrieden. Aber stell dir mal vor, der hätte wirklich jeden Kartoffeldamm einzeln gemacht. Wenn der immer so 2 Fußballfelder zum Umdrehen braucht, dann ist der nur im Kreis fahren und arbeitet im Endeffekt gar nicht. Also die Helfer sind dabei sowas schon echt manchmal ein bisschen... Ja, nee. Die Lösung ist für mich sehr befriedigend. So ist das schön. So, der wird jetzt hier wahrscheinlich auch gleich aussteigen. Dann fahren wir nochmal eine Runde rum. Genau. 2 Bahnen werden das noch. Hier stehen noch 5 Dämme. Machen wir ganz entspannt. Das ist gleich voll, das Ding. Dann kommt nochmal ein Schluck dazu. Das ist ja voll geil. Der W50. Der W50. Nee, Quatsch. Ha! Der ZT, der macht seine Arbeit eigentlich ganz gut an dem Ding hier. Ist eigentlich sehr, sehr vernünftig. Voll, ich wollte schon sagen, hä, was hat er denn jetzt wieder für Probleme? Aber ich muss bald sagen, ich hätte irgendwie mit mehr gerechnet. Oder ich habe wirklich die... Ertraggeschichte ein bisschen kaputt gemacht, weil ich halt die Arbeitsbreite erhöht habe. Aber theoretisch müsste sich ja automatisch bei Erhöhen der Arbeitsbreite auch die eingeförderte Menge mit anpassen, ne? Also, ja. So ist mein technisches Verständnis dafür, weil wenn du eine Ballenpresse oder sowas, wenn du da die Arbeitsbreite veränderst, nimmt der auch das ganze Schwatt mit und dadurch erhöht sich ja dann auch das eingeführte Material. Mal schauen. So, wir haben hier 14.000 Liter. Der Kartoffelroder ist gleich fertig. Warte mal, wir lassen den einfach mal hier stehen, gehen hier rein und beenden das mal. Trompetend, freudestrahlend. Den letzten Streifen fahren wir nämlich alleine. Ja, genau. Hat sehr schön geklappt. Also das Feld müsste nur länger sein. Einfach länger, dass du mehr Meter machst hier. Dann wäre das schon vollkommen ausreichend. Das Ding ist auch, der Traktor hier hat jetzt nicht den allerbesten Lenkradius. Weil, ne? Guck mal, ist das schon... Dadurch, dass er einen langen Radstand hat, leicht eingeschränkt in seiner Bewegung. Aber das passt irgendwie alles trotzdem. Der letzte Streifen. Der Finale. Haha. Den fahren wir sehr selber. Ich bin begeistert. Da könnt ihr ruhig mal klatschen. So. Siehst du wohl, ey, das Ding wird... Wow. Ist ja doch nochmal mehr, als ich dachte. Okay, also der Kartoffelroder hat sich schon mal bezahlt gemacht. Der war sehr, sehr gut. Die Kartoffeln haben wir im Sack. Ey, yo, Kartoffelsäcke, das wert, oder? Wenn man das abfüllen könnte. Ihr könnt mir vorstellen, das gibt wirklich eine Mod dafür, wo du Kartoffeln drin füllst und dann kommen andere Seite Säcke raus. Ja. Aber haben wir nicht. Okay, dann fahren wir damit mal in die Scheune und schmeißen das einfach mit auf den Boden. Die Schaufel liegt ja da schon. Ich würde das gerne mit dem International machen, weil da ist der Frontlader angenehmer. Da kann man nämlich im höheren Winkel kippen. So, fahr mal raus hier, den Eimer.
und raus damit. Schön auf den Boden kleckern. Ein riesiger Haufen Kartoffeln und eine Schaufel da mank. Ganz toll. Ey, komm mal aus dem Boden raus wieder. So. Zur Feier des Tages machen wir das Ding mal sauber, ne? Der hat ganz schön viel Erde bewegt hier, der Apparat. Und der ZT bräuchte, glaube ich, bald mal eine Wartung. Der hat fast die 10 Stunden runter. Drauf auf dem Stundenzähler. Bisschen Sprit, bisschen heile machen. Theoretisch, aber solange wieder läuft, dann läuft der. Jetzt kommt erstmal der Kercher, der muss reichen. Ja. So. Siehste, sieht schon mal ganz anders aus. Oh, guck mal hier, bei dem ollen Kartoffeltrichter ist der Lack ab. Ah, ich mag sowas voll. Guck mal. Voll geil. Und hier unten an der Trommel auch. Der Rest geht eigentlich. Schön, sehr schön. Wo lassen wir den? Stellen wir den an einen besonderen Ort. Da steht die Kartoffellegetechnik. Wollen wir das Ding einfach mit reinparken? Dann ist es aus dem Auge, aus dem Sinn. Wisst ihr, was der Vorteil ist, wenn wir jetzt Kartoffeln einlagern? Wir können da direkt wieder rausnehmen, wenn wir aussehen, weil wir können Kartoffeln in den Leger stecken und dann wachsen daraus neue Kartoffelpflanzen. Das ist mega geil. Wir haben gerade unser eigenes Saatgut geerntet quasi. Ach, den Bergeraum. Guck mal, da hat das alle Strohkuddelmuddel. Den müssen wir auch noch aufräumen. Ja, ja. Aber wenn wir den Traktor mit Frontlader und mit Schaufel haben, dann würde ich da sehr gerne... Ah, der Kollege ist laut. Ich denke, jetzt ist besser. Oh, warte mal, brauchen wir ein Heckgewicht? Komm, wir hängen mal lieber ins ran. Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Wir hatten hier so ein Kuhlit. Das hier vorne. Das müsste die 2 Tonnen noch eigentlich ausgleichen, oder? Steht so ein Case dran, dann passt das ja. Stimmt, dann haben wir geholt so den komischen Flug, den wir da hatten. Apropos Flug. Ha, wir haben uns ja beim letzten Mal was angeschaut. Und wenn wir die Kartoffeln hier weggeräumt haben, dann sollten wir ganz, ganz dringend Mist und Gülle in die BGA fahren, dass wir da ordentlich an Kohle rankommen. Weil dann können wir uns schöne, tolle neue Sachen leisten. Da habe ich ein bisschen Bock drauf. So, dann werden wir das mal alles hier ein bisschen auf Vordermann bringen, würde ich sagen. Nicht zu dicht an der Wand, weil das irgendwie da durchglitscht. Da würde ich auch dann nachher gleich mal ausprobieren. Warte mal. Nee, den Haufen hier vorne? Das ist doof. Schade. Den Haufen da vorne würde ich nochmal ein bisschen entschärfen, indem wir den da hinten packen. Jetzt wäre so ein kleiner Radlader lustig. Oh Gott, ständig glitscht hier an den Mauern vorbei. Aber ich kann in der Ach, da glitscht durch die Wand, verdammte Hacke. Aber ich kann... Ach, Mann. Aber ich kann in der Innenansicht nicht mit Frontlader fahren, weil ich sehe nie, wann die Schaufel den Boden berührt und wann nicht. Das klappt dann einfach nicht. Deswegen mag ich so eine Schaufelarbeiten eigentlich nicht so gerne. Und schon ja nicht in Gebäuden, weil aus Gründen, ja, wie ihr sehen könnt. Vorteil, wir brauchen hier eigentlich nicht durchfahren. Wir können das Zeug hier also auf den Boden flacken. So, beide Anhänger sind noch voll von Belarus. Ich will aber immer hier hinten nochmal hinterkrauchen, weil das, was hier durch die Wand glitscht, hätte ich da gerne weg.
Vielleicht kriegen wir das ja hin. Ich weiß ja nicht, wie breit der Trigger von der Schaufel hier ist. Aber können wir das hier wegsammeln? Ich sehe hier wieder ja nichts. Siehst du, das meine ich. Die Schaufel ist eigentlich auf dem Boden, aber irgendwie auch nicht. Das ist jetzt gefangen, ne? Oh, er könnte kotzen. Entschuldigung, aber... Oh, das ärgert mich so, wenn das Zeug da in die ollen Wände drin glitscht und dann aber nicht mehr rauskommt. Deswegen hätte ich es echt gerne im Hofsilo. Dann wäre das Thema erledigt. Aber die komplette Kartoffelernte wollte ich jetzt auch wirklich nicht unbedingt in die BGA feuern. Okay, hier kriegen wir halt wieder raus. Alles klar. Ich könnte mir sehr vorstellen, dass er manchmal an der Map liegt, ne, dass die Sachen da durchglitschen. So. Dann lassen wir mal die beiden Anhänger noch anrollen hier. Und wenn wir die leer haben, dann war die Ernte erfolgreich. Was ist das denn? Unkraut wachsend. Muss geflücht werden. Ha, genau. Flug. Wir Leute, wir werden uns einen Flug kaufen. Und dann kann hier einer von den Kollegen mal so richtig zeigen, was er kann. Wir haben Gras zu mähen. Und bevor wir vorspulen, sollten wir das vielleicht auch machen. Jetzt habe ich den Sound runtergedreht von Belarus, weil der International, der war mir zu laut. Deswegen habe ich... Das ist auch so ein Ding, was mich eigentlich stört, dass die Fahrzeuge alle eine unterschiedliche Sound... Pegel-Geschichte haben. Der eine ist leise, der andere ist mega laut. Das ist echt nicht so cool eigentlich. So, feuern wir den anderen Anhänger direkt daneben. Ne, wir räumen erstmal weg und machen dann nochmal eine Runde, ne? Würde ich sagen. Wir lassen den mal hier stehen. Ist ja nur, dass wir das einigermaßen aus dem Weg haben. Würden wir das daneben kippen, wäre auch okay. Jetzt wäre halt ein Radlader mit einer fetten Schaufel geil. Immer rein fahren, alles drinne, fertig. Also so eine 10.000 Liter Schaufel, die schafft ja ordentlich was weg. Aber so wie das, was hier gerade passiert, ist auch okay. So. Das machen wir von der anderen Seite noch genauso. Wenn wir denn da jetzt rumkommen, wir haben uns wieder selber zugeparkt. Ach, ich habe wieder Talente heute. Super. Gegengefahren bin ich da auch. Geil. Okay. Gut, in der Schaufel, da gehen halt nur 2000 Liter drin. Das vergesse ich halt, glaube ich, ganz oft schnell beim Zusammenfahren hier. Aber die Haufen werden nicht breiter, wenn wir drüber fahren. Das ist schon mal stark von Vorteil. Wenn du hier so ein Fahrsilo hast oder so mit Häckselgut, du fährst rüber, das schmiert in 1000 Richtungen breit. Also so ein kleiner Krümel, das ist wie so ein Tropfen Öl. Also der läuft überall hin und der macht sich so breit. Das ist wie Häckselgut im Fahrsilo. Immer auf dem Boden, immer drüber fahren, liegt das Zeug überall. Das ist hier nicht der Fall. Also die Kartoffeln, ne, die halten die Stellung. Die sind da pflegeleichter. Oh, schön aneinander schieben, hochschieben. So, na guck mal, ist doch fast okay. Das war wieder knapp hier mit dem Silo. Mann! Dann hauen wir den hier noch raus und dann hätten wir's. Sind ja doch ein paar Kartoffeln. Problem ist, wir können jetzt... Oder die haue ich jetzt aber wirklich genau im Weg. Nee, komm, da fahren wir nochmal eine Runde. Da können wir ruhig dichter ranfahren. Dann brauchen wir weniger nacharbeiten. Ich habe da gerade nicht aufgepasst. Ja, bin so aufgeregt, Mann. Kartoffeln drin fahren. Das ist ganz verfeinert. Ich hasse Kartoffeln. Oder ich habe Kartoffeln. Ihr hasst jetzt gerade es angenehm. So. Passt das hier? Ich sehe ja nichts. Ja, ist okay. Ein bisschen von der Wand weg. Danke. Ein Stück vor. Ja. So. Die Ernte haben wir drin. Ja. Jetzt müssten wir
Den Kartoffelacker düngen. Geil, den können wir mit Mist machen. Oder mit Gülle. Ich glaube, wir haben mehr Gülle wie Mist, ne? Ja. So machen wir das. Dann parken wir erstmal schnell die Anhänger beiseite hier. Das ist ja eine schön enge Nummer, merke ich. So, Belarus weg. Dann fummeln wir die Kartoffeln noch an Ort und Stelle, da wo ich sie gerne haben wollen würde. Und dann bin ich zufrieden. Wir können sie dann nachher auch mit den großen HW-80 hier wegfahren. Der Ding ist, der ist eigentlich für Kacke. Aber irgendwie macht sich der mit dem W50 besser. Ja, Pläne ändern sich anscheinend schneller als ich möchte, aber das ist ja mittlerweile auch nicht neu mehr. Und Abmarsch. Werden wir das nochmal ein bisschen klar Schiff beräumen? So, weil direkt hier vorne an der Tür möchte ich es jetzt nicht unbedingt haben. Ja, guck mal, wie sich das alleine schon darüber schiebt. Das, genau so wollte ich das. Schön. Komm, wir lassen das so. Bin ich sehr zufrieden. Kartoffelausbeute. Cool, wir haben es. Sehr schön. Schaufel. Wissen wir, lassen wir die hier? Oh, ich hab Bock auf den Radlader jetzt. Verdammt. Wissen wir noch nicht, was wir da anstellen. Nee, komm, wir räumen erstmal weg. Wir machen ordentlich, ja. Wir räumen alles wieder dahin, wo es hingehört. Dann können wir gleich den Güllefass einmal nehmen. Ich wollte noch die Strohballen alle wegräumen da hinten. Genau, wenn wir schon mal da sind, machen wir das auch. Komm. Dann pesen wir mal schnell hier rüber. Dann schmeißen wir noch die Strohballen alle da rein. In den Bergeraum. Ich hoffe, das klappt hier einigermaßen. Stimmt, ich wollte immer reinstopfen einfach. Wir fahren ja da sowieso nicht durch. Und eigentlich wollte ich hier die Kartoffeln drin machen. Aber dann dachte ich mir, komm, wir haben hier noch Heu drin. Wir haben hier noch Stroh drin. Nee. Kriegen wir die alle vorgeschoben? Die wiegen ja nicht hier. Die kannst du ja mit der Hand machen. So, dann feuern wir die alle mit dem Frontlader einfach rein. Nur so, dass die Tür zugeht. Mehr möchte ich gar nicht. Hallo? Einsteigen? Danke? Nein? Hier unten? Mann, diese Superkraft immer. Sobald du die aktivierst, deaktivierst, kommen sie manchmal in die Autos oder Fahrzeuge nicht rein. Ist ein bisschen nervig. Aber hey, meckern auf hohem Niveau. So. Eigentlich brauchen wir die Superkraft gar nicht. Die geht ja auch ohne. Wir müssen dann nur dichter ran. Okay, dann schieben wir nochmal nach. So, einfach immer rin. Immer rin, immer rin. Ey, nicht raus, rein. Rein. So, das ist drin. Das macht doch ganz böse Colli, ne? Könnt ihr mir vorstellen. Also von Vorteil ist das nicht für die Performance. Ach Gott, hier liegen auch noch so viele. Oh, wie viele Anhänger haben wir denn hier hingekippt? Waren das zwei Anhänger? Ich weiß es nicht mehr. Hey. Wir müssen doch die Superkraft nehmen. Mit mehr Abstand hier. Ah, es ist schwer. Okay, schiebt sich ja nicht so einfach. Okay, dann nehmen wir einen Traktor. Der International ist mega schnell. Aber der schiebt dich ja raus, rum, als wäre das Wasser. Das ist wie, so, das juckt ihm ja gar nicht.
Wir machen nebenbei die Ballen damit auch höchstwahrscheinlich kaputt. Könnt ihr mir vorstellen. Aber ich habe keinen Bock, die hier alle mit der Hand drin zu fisseln. Deswegen machen wir das mal so, ne, auf die rabiate Art. Und anscheinend sind wir damit ja nicht so unerfolgreich. Wir haben sie fast alle weg. So, Zaun ist auch kaputt. Die Wicht hat da immer eingerastet. Also, dass er so schnell rückwärts fährt, ist nicht immer von Vorteil. Ich habe auch manchmal das Gefühl, ich stelle mich hier an wie der erste Mensch, ne? Könnt mich auch... Ja, das würde mich nicht wundern, wenn ihr davor hängt, zu Hause oder wo auch immer ihr das guckt und denkt, was zum Teufel macht denn der da? Kann der wohl nicht wahr sein. Aber ja, ihr habt euch das ausgesucht, angeguckt, ne? Ihr seid da live dabei, schaut es euch an, es ist wunderbar. Eine Bereicherung der Unterhaltung. Uah. So. Ja, der Torrahmen hat auch eine Macke. Ja. So. Die noch ein bisschen rüber. So. Schön vor die Tür schieben alles. Du sollst da nicht in der Schaufel drinne bleiben. Apropos Schaufel. Ich habe ja was vor mit dem Kühen und der zum Futtergeschichte. Da haben wir ja vor 1, 2, nicht den Dieseltanks erdreschen. Da haben wir ja 2, 3 Folgen vorher schon mal drüber gesprochen. Zum Ende. Ich glaube, da haben wir da das Zeug hier hingekippt. Ich weiß ja nicht, ob ja, kann sein. Diesen kleinen Traktor mit der Ladefläche hinten dran. Den habe ich ausprobiert. Der funktioniert mit dem Gravity-Bin-Anhänger, womit wir unsere Kühe füttern. Das ist sehr, sehr gut. Der kostet aber irgendwie 21 oder 22 Latten. Müssen wir mal gucken, ob wir uns das leisten wollen jetzt schon. Oder ob wir da noch 1, 2 Tage warten mit dem Vorspulen. Ne? Ach komm, den Rest, den packen wir so mit der Hand drin. Ist ja nur so, dass die Tür zugeht und dass die aus dem Augen außen Sinn sind. So, hat ja halbwegs gut geklappt hier. Mitten drin räumen. So, schön bis ran. Nein, du gehst bitte rein. Problem ist, wir haben auch kein Autolaut für die Dinger hier. Das ist ein bisschen nervig. Bleib da ja drin, doch, mein Freund. Oh Gott, die liegen überall. Ha, die liegen ja wirklich überall. Bei den Kühe könnten da welche rinnen, ne? Bestimmt, wegen Vorspulen. Ja, komm, dann vernichten wir die gleich. Was vernichtet ist, macht keine Performance-Probleme mehr. Kühe sind ganz aufgeregt. Die denken sich auch, Mann, ist denn der bald fertig da mit seinem Rummi-Eier? Viere noch. Die kriegen wir alle weg, oder? Dann können wir Tor zumachen. Müsste eigentlich zugehen, hoffe ich. Wenn nicht, dann fliegen sie durch die Gegend. Tor, hallo? Tor? Geht nur von innen? Geht nur von innen. Zack, alle zu. Perfekt. So, alles, was noch draußen ist, kommt in den Kuhstall. Macht er dich da noch eh noch mehr Ecke? Zack. Das Ding ist, mit Superkraft ist die Greifreichweite viel, viel höher. Deswegen ist es so oft angenehmer, so Sachen zu machen. Weil du hast es dann mehr im Überblick und nicht direkt vor der Nase. Als hättest du das schon mal gemacht, genau. So, vorletzte Ballen. Einer liegt dann noch um die Ecke. Oh, falsche Richtung. Da lang. So, werden da alle noch aufgelöst. Das ist sehr schön. Die haben echt hohen Verschleiß, ne? Okay. Wir hätten das. Das Ding ist leer? Krass. Pass auf, ich würde eigentlich sehr gerne noch Mist und Gülle fahren, aber die Gülle eigentlich sehr, sehr gerne auf dem Kartoffelacker. Kriegen wir das noch hier bewerkstelligt heute oder ist das schwierig? Frage anders, mit welchem Traktor wollen wir das machen? Wollen wir das mit dem International machen? Oder wollen wir da mit dem Deutz mal losziehen? Den hatten wir schon lange nicht mehr. Können wir noch mal probieren, wie weit wir hier kommen auf dem Acker mit Gülle. Dann können wir den Kartoffelacker schon mal düngen und danach werden wir ihn
Sollten wir den vorher mulchen? Haben wir was zum Mulchen? Haben wir Mulcher? Mulcher haben wir. Interessant. Aber die Schaufel, die stört hier hinten ja nicht, ne? Wenn wir die hier hinpacken, Gubik, ist das okay. So. Vielleicht brauchen wir den hier gleich nochmal. Den Deutz wollten wir haben. Ah, da kommen wir nicht durch. Also doch außenrum. Komm mal her, mein Kleiner. Du kriegst eine Güllefass hinter und dann kannst du mal zeigen, was du kannst. Ich hoffe, das klappt. Abmarsch. Weil, im Kuhstall waren 22.000 Liter Gülle. Die würde ich auch da als erstes rausnehmen. So, hier ist nämlich nichts mehr drin. Genau. Also vom Wendradius her passt das. Haben wir eigentlich ja nicht so schlecht gebaut hier, möchte ich sagen. Das funktioniert schon. So, mit den Hecken ist auch okay. Deutlich besser als vorher. Der dicke, fette Unkrautgestrüpp ist auch entfernt. Also dafür, dass wir hier sehr, sehr viel gebaut haben, finde ich den Hof eigentlich sehr schön. Auch noch sehr, sehr naturbelassen hier mit echt viel Unkraut und Pflanzen und Krempel und Gras und... Ja, passt schon. So, vollmachen einmal bitte. Und wir werden Gülle mit einem Prallteller fahren, was man ja nicht mehr darf. Ne, die Stickstoffgeschichte hier so... Das muss gleich irgendwie in der Erde mit Schleppschläuche oder so. So rein über einen Prallteller ist nicht mehr erlaubt, möchte ich sagen. Oder muss das dann direkt untergearbeitet werden? Irgendwie wartet. Ja, ich möchte mich darauf jetzt nicht festlegen, ne? Aber, ja, naja, okay. So, dann fahren wir nochmal einen Schluck Gülle, mal gucken. Weit werden wir damit wahrscheinlich eh nicht kommen, aber wir können mal probieren. Ich weiß doch nicht, wie groß ist die Arbeitsbreite. Oh, sehr groß. Cool. Hä, so viel geht gar nicht raus. Schau mal. Wow. Ist ja voll geil. Das freut. Ey, guck mal. Die Arbeitsbreite ist breiter, wie die Auswurfanimation ist. Ja wieder sehr, sehr, sehr befriedigend, die ganze Geschichte. Schaffen wir vielleicht den ganzen Acker mit dem Güllefass hier? Alter, das ist ja krass. Hoho. Und ständig die Botanik hier mangt der Augen. Ist ja mega cool. Ah, jetzt nicht übertreiben mit der Arbeitsbreite. Passt. Damit können wir auch unsere Wiesen düngen und sowas. Dann brauchen wir nicht einen teuren Mineraldünger dafür zerballern. So, jetzt habe ich leider sehr viel überlappen lassen. Wir müssen, glaube ich, noch eine Ladung holen. Wir sind jetzt fast immer außen rum. Aber Arbeitsbreite ist echt, echt, echt gut. Ah, nicht so weit nach links. Ich habe nämlich noch keine Ahnung, was wir hier ansehen beim nächsten Mal. So, wir müssen nochmal in den Winkel kommen. Wir fahren durch die frische Gülle. Das wird so stinken an den Rädern. Der braucht auf jeden Fall danach eine Wäsche, der Traktor. Das Güllefass ist mir egal. Ne, das ist dafür gebaut. Das kann ruhig stinken. Das muss stinken. Hey, warte mal. Macht er hier an der Seite ja nichts? Sind da etwa noch Kartoffeln in der Erde? Ah, ein Baum. Verdammt, ich hab auf den Auswurf hinten geschaut. Toll, wir brauchen eine neue Achse. Was ist ganz schön Verschleiß hier bei uns momentan. Holla die Waldfee. So, aber hey, Gülle fahren macht für Bock. Das sieht immer aus, als wenn er das da nicht richtig macht, aber... Die Textur kommt später dazu. Und ich will immer nicht so mit der großen Übersicht fahren. Eigentlich können wir ruhig überlappend fahren, ist ja egal. Ne, schön ruff hier. Der Acker ist Gott sei Dank nicht so groß. Ist überschaubar, auch vom Zeitaufwand her. Da kriegen wir locker hin. Und so dachte ich mir das, dass wir so kleine Felder mal mit Mist oder mit Gülle bearbeiten können. Ich glaube, vor den Kartoffeln haben wir hier auch Mist gestreut, ne? Mit dem W50, genau.
Hat er da jetzt eine Stelle nicht gemacht? Doch. Ah, der verzögert ganz schön, bis er die Textur hier erstellt. Aber werden wir nicht anschaffen. Da wird uns noch ein kleiner Klecks fehlen, denke ich mal. Also jetzt überlappen wir wirklich. Aber ich will halt alles treffen. Wenn wir was machen, dann schon echt gerne vernünftig. Wobei, warte mal. Das könnte passen, wenn wir jetzt noch eh mal zurückfahren. Ey, vielleicht bleibt da wirklich noch was drin. Das ist ja krass. So, da schauen wir doch mal. Das ist noch genau eine Arbeitsbreite, ne? Ja, Ehre. Das ist ja mal mega cool. Und da bleibt noch was drin in dem Eimer. Abgefahren. So, der Kartoffelacker ist schon mal gedüngt. Müssen wir das mulchen? Wir könnten ja mal probieren. Ich glaube, das wird da keinen Effekt haben, ne? Weil wir waren ja theoretisch in Anführungsstrichen mit dem Krautschläger vorher da. Okay, ich bin gerade ein bisschen glücklich. So. Schön. Dann können wir beim nächsten Mal nochmal ein bisschen Gülle fahren und so. Dann kann der Flug da so Sachen machen. Den werden wir uns noch kaufen. Wir haben gerade Geld verdient. Mit der nächsten Stunde. Ist ja mal voll abgefahren. Ich hätte fast Bock auf ein paar Bienenwagen. Sag ich euch so, wie das ist. Hier unten im Graben oder so. Warte mal, können wir die da überhaupt hinstellen? Ich finde schon wieder kein Ende, aber ist nicht schlimm, oder? Tiere. Bienen. Der Bienenwagen kostet nämlich nur einen Fünfer. Mal hier hinten stört keine Sau. Wollen wir uns da nochmal einen hinbauen? Hat jetzt gemacht. So. Haben wir nämlich noch mehr Einkommen. Das ist nicht schlecht. Das ist gar nicht schlecht. Hier ist der Terrain nicht eben genug dafür, möchte ich behaupten. Stimmt, der muss glatt sein. So sieht das komisch aus. Okay, ich hätte gesagt, wir stellen hier vor ihn hin, aber wir haben hier schon ihn stehen. Okay. Gut, dann nicht. Hier? Ey, der wäre hier perfekt. Wieso bin ich da nicht vorher drauf gekommen? Cool. Das wächst alleine so mit Gras. Da brauchen wir ja nichts machen. Ja, das war also eine sehr, sehr gute Idee gewesen. Komm, den schauen wir uns nochmal genauer an. Also der hier hinten ist ja klar, den sehen wir sowieso kaum, ne? Aber der hier beim Hühnerstall, das hätten wir vorher machen können. Das ist ja dann wie ein Hühnerstall. Ne, da können die drunter, wenn mal doll Sonne ist, dann können die sich auch mal irgendwo verkrauchen. Oh ja, viele tolle Sachen passieren hier. Ich mag den Hof jetzt noch viel, viel mehr. Schön, Freunde, das ist doch mal ein toller Abschluss. Wir werden jetzt noch mehr Geld verdienen mit Honig. Wir haben erfolgreich unsere Güllefass ausprobiert. Wir haben die Strohballen alle weggeräumt. Und wir haben die Kartoffeln zu Ende erntet und alle eingelagert in unserer Scheune da hinten. Das ist ein sehr, sehr gutes Fazit für die heutige Folge. Damit bedanke ich mich. Ich bin raus. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach keinen Quatsch und rein gehauen.